War nicht nur für uns, es war damals wurde auf einmal ein Gesetz angewandt, dass ausländische Korrespondenten und Fernsehteams nicht mehr mit Leuten auf der Straße Interviews führen durften. Das kam alles in diese Zeit. Also die Ausstellung hat, wenn man so will, das Pech gehabt, in genau diese Zeit einer Verkrampfung reinzukommen. Und dann ist das alles eskaliert mit der Verhaftung von Ai Weiwei und mit den verweigerten Visa. Ich glaube, dass die jungen Leute, die dort sind und die im Film sprechen, die vielleicht nicht in die Ausstellung gegangen wären, wenn wir nicht gedreht hätten. Ich habe für die Eintritt bezahlen müssen. Also es wurde nicht irgendwie gesagt, kommt alle durch, ihr gehört zusammen. Und ich habe, abgesehen von den Leuten, mit denen ich doch gearbeitet habe, sondern andere Leute, die ich getroffen habe oder kannte, kein Mensch war in der Ausstellung von denen. Also selbst die an der KAFA sonst arbeitenden Studierenden oder Lehrenden waren nicht unbedingt in der Ausstellung. Das war Stand Juni. Also es gab keinerlei Werbung. Auf der anderen Seite gab es, als wir gedreht haben, man konnte das eben ganz schön sehen an einer Stelle des Films, als aufgebaut wurde, dass das chinesische Fernsehen von Beijing Television war da mit 5 oder 6 Kameras. Wir haben das Interview mit dem Kustos bekommen, weil sich mein Kameramann neben den Kameramann des chinesischen Fernsehens gestellt hat. Der durfte gar nicht mit uns reden, aber die chinesischen Kollegen waren so nett, dass wir mitreden durften. Um Ihnen zu sagen, wie schwierig es ist, und ich glaube, da gab es diese Blauäugigkeit, dass man glaubte, man kann mit so einem großen Schiff wie dem Nationalmuseum, was so offiziell ist, frei eine Ausstellung machen. Und ich glaube, dass das alles eben noch verschärft wurde durch das Klima, was dummerweise für alle